Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stromgenerator. So, jetzt geht das Wetter endgültig zu weit. Meine Raumtemperatur. Das geht gar nicht. So, und ich hatte ja dafür schon mal eine Lösung gehabt. So dachte ich zumindest, und zwar den Riesenlüster. Den habe ich jetzt mittlerweile umgebaut, dass der über Steckdose läuft. Aber der Riesenlüfter kann trotzdem nur die warme Luft bewegen. Also brauche ich eine Klimaanlage. Ich habe zwar eine, also eine gekaufte, aber die hat so einen dicken Schlauch, der nach draußen muss zum Fenster. Die läuft den ganzen Tag und abends kann ich das ja nicht mehr machen wegen den Mücken, und deswegen nehme ich diese Klimaanlage, die ist selber gebaut. Die kühlt nicht den Raum, sondern einfach nur mich. Ich stelle halt immer auf meinen Schreibtisch und dann kann die meinen Körper kühlen, also nicht den Raum, dafür ist sie zu schwach. Ja, die ist selber gebaut, wie man ja hier unschwer erkennen kann. Sie läuft mit ganz normal Steckdose und ein langes Kabel habe ich dran gemacht von so einem Arbeitsscheinwerfer. Die ist ziemlich umweltfreundlich im Gegensatz zum Riesenlüfter, weil die nur 20 Watt braucht. Ich stecke die gerade mal ein. So, jetzt ist die eingesteckt. So, und jetzt wenn ich das einschalte, dann leuchtet hier so ein bisschen was. Und man sieht hier auch, ich habe ein Thermometer eingebaut. Da unten. Und das kann jetzt folgende Zustände anzeigen. Wenn der Schalter hier oben ist, steht er auf Netzteil. Da drin ist nämlich ein Netzteil, was alles hier versorgt. Das heißt, im Moment zeigt er an, wie warm es im Netzteil ist. Wenn ich ihn umschalte auf Luftauslass, dann zeigt er die Temperatur an vom Luftauslass. Im Moment kommt da noch keine Luft, deswegen 27,5. Ist ja was warm, aber es wird sich gleich ändern. Und dann kann ich hier an dem Punkt, die drehen also erstmal nach rechts, dann geht's an. Und dann kann ich hier den Lüfter für den Auslass regulieren. Und hier noch Pumpe. Und jetzt werde ich mal zeigen, wofür das alles ist. Und mit was überhaupt dieses Gerät arbeitet. Und zwar, da ist kein Kompressor, kein Peltier-Element, sondern da ist dieses Gefäß hier. Und was da reinkommt, ist entweder Eiswürfel oder sowas hier. Geht mit beidem. So, man kann den jetzt öffnen. Wenn man jetzt Eiswürfel haben möchte, habe ich dieses Gitter gebaut. Da schüttet man die drauf und legt es dann ja, so rein. So. Und wenn man ein Kühlpack nimmt, nimmt man das raus und legt das Kühlpad einfach da rein. So, und wie das jetzt funktioniert. Wenn das da drin liegt, die Kälte, also wenn das jetzt da drin liegt und das hier drauf ist, dahinter ist der Lüfter. Der pustet die Luft in diesen Behälter. Die Luft muss an dem Kühlpad vorbei, um wieder hier rauszukommen. Dadurch wird die Luft kalt und schon haben wir kalte Luft für ungefähr eine Stunde. Also mit Eiswürfeln eine Stunde, mit dem Kühlpack eine halbe Stunde. Eine Luft von ca. 19 Grad, mit Eiswürfeln 19 Grad, mit Kühlpacks ca. 20 Grad. Das ist also ziemlich effizient. Und wofür ich die Pumpe brauche, man sieht da unten. Ich mach das mal auf, das ist von einer alten Kaffeemaschine, der Wasser. Behälter. Man sieht hier unten dieses Sieb. Und zwar, wenn die Eiswürfel tauen, sammelt sich das Wasser hier unten in diesem Behälter. So, und irgendwann reicht es, um hier reinzulaufen. Wenn ich dann auf Pumpe drücke, kommt das Wasser aus diesen vielen kleinen Düsen raus, die ich hier im Schlauch reingeschnitten habe, und läuft auf die Eiswürfel. Weil das Wasser auch noch sehr kalt ist und die Eiswürfel auch, gefriert das Wasser wieder. Zwar nicht alles, aber das gibt so eine Art Kettenreaktion. Und zwar, die Eiswürfel sind noch sehr kalt, und wenn man da jetzt Wasser drauf schüttet, wenig Wasser, dann gefriert ein bisschen davon wieder. Das heißt, man kann die Eiswürfel sozusagen regenerieren, aber halt nicht so viel, sondern nur ein bisschen. Aber das reicht, um die maximale Kühlleistung der Eiswürfel auch in Kälte umzuwandeln. Mit dem Kühlpad geht es ganz genauso, da läuft Wasser drauf, gefriert, und schon hat man hier das gut genutzt. Wenn man jetzt allerdings dieses Kühlpad nimmt, das schmilzt ja nicht, deshalb muss man dann schon davor etwas Wasser reinschütten. Das habe ich hier unten mit einem glühenden Messer solche so eine Skala reingebrannt, und jetzt werde ich hier mal so ein Wasser einfüllen.
So, das reicht. Das Wasser muss auch gar nicht kalt sein. Das wird es dann noch. So, das überdeckt jetzt gerade so das Sieb hier. Und das Sieb ist halt dafür, dass keine Eiswürfelstückchen in die Pumpe gekommen und auch kein Dreck. Wenn jetzt aber die Eiswürfel ganz weg sind und wieder das ganze Wasser abpumpen, weil das abpumpen kann man auch, dann kann man das Sieb entfernen, damit alles abgepumpt wird. Weil hier aus diesem silbernen Schlauch kann ich ja am Ende, wenn alles abgetaut ist, einen Schlauch dran machen. Beziehungsweise diesen Eimer hier, den habe ich umgebaut, ist einfach ein Schlauch drin. Stelle ich daneben, schließe den an und kann dann das Wasser abpumpen. So, ich würde jetzt mal sagen, ich mache das Kühlpad da rein, dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeigen wir mal die Kühlleistung. Bis gleich. So, das Kühlpad ist da jetzt reingemacht. Man sieht hier übrigens, ich habe hier noch so Lampen eingebaut, damit man das auch gut sieht. Ich werde jetzt mal messen, wie kalt das Kühlpad gerade ist. Mit meinem guten Thermometer hier. So. Sinkt immer noch. Also minus 10 Grad ungefähr. Und jetzt müssen wir als allererstes, bevor wir hier anfangen können, den Deckel drauf machen, klar. Und der Temperaturfühler für das Thermometer hier, für den Auslass, ist hier, wo die Luft rauskommt. Was wir jetzt als allererstes machen müssen, ist den Knopf drücken an der Pumpe, damit das Kühlbett nass wird, damit es jetzt wieder regefriert. Weil bei minus 10 Grad gefriert das natürlich. Drücken wir jetzt mal drauf. Oh ja, noch was ganz Wichtiges. Hier, das kann man nämlich jetzt wunderbar sehen. Hier an der Seite ist so eine Art Wasserkondensator. Und zwar ist hier einmal, das ist also komplett zu, da ist ein Rohr, es geht einmal nach unten und einmal gar nichts. Der Schlauch hier kommt von der Pumpe, geht hier rein, das heißt, das läuft dann hier runter. Und hier durch geht es wieder hoch und geht dann in das Ding. Erstens mal reinigt das Wasser. Und zweitens sorgt er für mehr Druck, weil die Düsen sind schon klein und die Pumpe ist nicht so stark. Jetzt kann man sehen, wie der sich auffüllt, weil der ist immer leer. Dumme Fliege. Und jetzt müssen wir erstmal auffüllen. Jetzt sieht man, wir müssen jetzt warten, bis der voll ist. Und wenn der voll ist, kann man den Lüfter einschalten. Da darf man nichts mehr sehen. Aber er will gerade nicht voll werden, habe ich das Gefühl. Ah doch, er wird voll. Dauert eine Weile. Und bis diese ganzen Luftbläschen verschwinden. So, jetzt ist der voll und das Kühlpad nass. Ich kann noch einmal drücken, dass man sieht. Überall sind diese Düsen. Moment mal, hier. Hier ist auch noch eine, so. So, das reicht. Deckel drauf. Und jetzt schalten wir das Ganze mal ein auf höchste Stufe. So, und weil dieses Thermometer, das eingebaute, etwas länger dauert, bis es da sich regeneriert, nehmen wir einfach dieses. Das ist genau. Und man sieht, es funktioniert sehr schön. Und je nach Art der Kühlung, also bei Eiswürfel geht es tatsächlich schon teilweise bei 15 Grad schon runter. Und mit Eiswürfeln kommt man circa eine Stunde aus, wenn man pumpt. Und mit diesem Kühlpad circa eine halbe Stunde, wenn man pumpt. Aber dieses Pumpen funktioniert wirklich. Das Wasser auf dem Kühlpad ist jetzt gefroren. Das heißt, wir haben sozusagen Kälte gespeichert. Ja. Das Thermometer geht auch langsam runter. Also es ist wirklich eine schöne Sache.
Ich würde mal sagen, jetzt zeige ich auch das Abpumpen. Zum Abpumpen nehmen wir diesen Eimer hier und tun den hier anschließen an diesem Metallrohr. So. Schalten den Lüfter aus. Und jetzt stecken wir hier oben den Schlauch um. So, und jetzt drücke ich auf Pumpe. Und dann sinkt der Wasserstand. So, der Tank ist leer. Jetzt ziehe ich das ab. Und wir haben hier drin das Wasser. Das Wasser könnte man natürlich auch wieder benutzen, aber wie gesagt, dieses Teil hier ist sehr effizient, braucht wenig Strom und macht einigermaßen gut Kälte. Und ja, war auch nicht allzu viel Arbeit, aber ja gut. Selber bauen ist immer noch günstiger wie kaufen. Die Klimaanlage, die ich gekauft habe, ist zwar auch sehr gut, aber wie gesagt, die braucht so einen Schlauch nach draußen und das ist halt so eine Sache immer. Na, jetzt messen wir nochmal, wie viel das Kühlbett jetzt noch hat, nach ungefähr 3 Minuten. Sollte eigentlich nicht viel wärmer geworden sein. Ich bitte euch beim Nachbau dieses Gefäß hier, wo das nachher reinkommt, bitte baut das nicht aus Einzelteilen zusammen, sondern tut das wirklich so einbauen, wie es war. Weil das wird ja sehr kalt und dann geht der Kleber bei Kälte geht dann auch kaputt und dann wird es undicht. Und wenn das undicht wird, das ist nicht gut. Ja, ist noch ganz schön kalt hier. Und man sieht tatsächlich, dass das gepumpte Wasser gefroren ist. Ja, noch so minus 8 Grad hat es noch. Das ist noch eine gute Sache. Und man sieht hier, das Wasser, was wir gerade eben drauf gepumpt haben, ist gefroren. Ja, das war es dann ja auch schon wieder. Bei Fragen einfach in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Und nochmal Dank an Elektro-Kai für den Outro, der gleich kommt. Yo!